Reinsröckchen, wann kommst du geschneit? Dein Weg aus den Wolken zur Erde ist weit. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Dein Weg aus den Wolken zur Erde ist weit. Du kriegst auch ein Bonbon. Hier ist schon was für Sammy. Ja, das ist für Sammy. Ne, das ist für Sammy. Ja. Moin, moin, moin. Moin, moin. Hat Sammy Hunger? Ja, hat Sammy Hunger? Du schnarchst noch. Ja. Du möchtest jetzt gern dein Brot haben. Womit möchtest du anfangen? Mit Schwarzbrot? Ja, möchtest du Schwarzbrot haben? Guck hier, bitteschön. Guck mal. Sammy, schmeckt gut? Sammy, schmeckt gut? Ja? Ja, schmeckt gut? Moin, ihr Strickbegeisterten. Seit langer Zeit wieder ein ganz normaler Strick-Podcast, der die übrigen Projekte, die ich hier im Laufe der letzten Monate gearbeitet habe, zeigt. Nebenbei, neben meinem Weihnachten-Karl, den ihr ja sicherlich mitverfolgt habt. Jetzt ist es mitten im Dezember, wir haben den zweiten Advent und ihr seht, ich habe hier mein... Ich habe ihn noch nicht gewaschen, ich habe ihn noch nicht gedämpft, deswegen mal gucken, ob ich hiermit zufrieden bin. Aber ich finde ihn sonst grundsätzlich sehr schön. Ich zeige euch gleich mal ein paar Tragefotos. Die Lichtverhältnisse sind nicht die besten, aber ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Gefällt mir sehr gut. Ist mal nicht so farbig wie sonst bei mir, aber... kann ihn gut gebrauchen und er ist aus Wollresten entstanden und insofern bin ich damit sehr glücklich. Ne? Genau, erstmal einen Schluck Kaffee. Genau, einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Wir haben heute ganz, ganz viel vor. Ja, vor mir steht ein Stückchen selbstgebackener Quarkstollen. Zu lecker. Ich kann euch das Rezept gleich mal ganz kurz nebenbei einblenden. Ist natürlich mit Zucker, aber ja, man muss halt hart daran arbeiten, seine Figur zu erhalten. Genau. Ja, was wird euch heute alles begegnen? Also wie gesagt, Finished Object dieser Pullover kommt gleich als erstes. Dann habe ich an dem Herbstpullover weiter gestrickt, bin fast am Ende der Rundpasse, zeige ich auch gleich. Dann ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann angefangen, muss natürlich fertig werden. Genau. So, und dann sind da diverse Weihnachtsgeschenke zwischendurch entstanden, die ich euch der Reihe nach zeigen werde. Die sicherlich ganz, ganz spannend sind. Da sind Mützen dabei, da sind Karls dabei, da sind Stulpen dabei, da sind große Stolentücher dabei, da ist ein Dreieckstuch dabei. Also ich denke mir, es wird viel zu schauen geben. Ich bin gespannt, wie lang das Video wird dieses Mal. Wahrscheinlich ein bisschen länger. Die Mein Weihnachten-Karl-Videos waren ja alle immer relativ kurze Happen, weil ich ja die einzelnen Muster für die einzelnen Stationen da immer rausgehauen habe. Aber insofern hat sich parallel natürlich jetzt so einiges angesammelt. Nach Weihnachten werde ich sicher mit dem Herztönetuch weitermachen und das auch beenden und mit Strick den Sammy, ne Sammy? Wie schmeckt das Marmeladenbrot? Gut? Ja, gut. Schön. Prima. Iss mal schön weiter. Ja, toll. Er übt schon für Weihnachten zu singen. Ah, hätte ich doch nicht sagen sollen. Jetzt möchte er das nächste Stück haben. Willst du ein Knäckebrot haben? Das andere sammelt er alles nachher unten am Boden auf und isst es verteilt über den Tag. Willst du ein Knäckebrot haben?
Bitteschön. Der hat immer einen Kohldampf morgens. Ja, gut. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Und dann würde ich sagen, dann starten wir hinein, mitten ins Geschehen. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Wer mich noch nicht kennen sollte. Ich bin Kirsten, komme aus Schleswig-Holstein. Geboren bin ich an der Westküste, in Nordfriesland. Da ist auch meine Seelenheimat. Meine zweite Seelenheimat ist auf der Insel Farnö, die ich über alles liebe. Und bin hier an der Ostküste, in der schönen Stadt Lübeck. Und auch dicht am Wasser, also das Meer muss um mich herum sein. Ich bin Lehrerin. Oh, toll, ne? Ich bin Lehrerin, Kunst und Musik. Und ich bin seit Ewigkeiten begeisterte Handarbeiterin. Also ich habe ganz früh begonnen und es gibt da die ersten, in den ersten Videos, die ich gemacht habe zum Thema Stricken, da erzähle ich auch so ein bisschen über meine Geschichte, wie ich ja von klein auf an ans Stricken und Häkeln und so weiter gekommen bin. Und Nähen, genau. Ja, also, wollen wir nicht mehr lange reden? Los geht's mit den einzelnen Projekten. Ja, noch etwas, was ich vergessen habe. Ihr wisst, ich glaube, das war im... Entweder in dem Video Morgentau oder in dem Video Herbst. Sammy, weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Da habt ihr ein bisschen meinen Sohn auf meinem Lieblingsplatz im Wintergarten gesehen, wie er mit seiner Handpan gespielt hat. Da hat er uns ja einen neuen Song aus seiner neuen CD, aus seinem Album vorgespielt. Deswegen ist dieses Mal, was ich ja sonst nicht tue, diese Sendung eine Dauerwerbesendung. Ich wurde von ihm nicht dafür bezahlt, ich bekomme kein Geld dafür, ich kriege es nicht gesponsert. Aber es ist so wunderschöne Musik, sie ist so entspannend, so, ihr habt sie ja schon in einer Kostprobe gehört, das Album ist so wunderschön geworden. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich blende gleich nachher mal im Anschluss, also nicht wegschalten, wenn ich... die letzten Strickprojekte vorgeführt habe, blende ich euch mal seinen Trailer zu seinem neuen Album ein. Und dann wisst ihr auch, wo ihr es beziehen könnt, falls ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk haben wollt. Ja, ich würde es nicht empfehlen, wenn ich es nicht selber wunderschön finden würde. Und ja, das hat er toll gemacht, der Paul. Und ich freue mich da sehr drüber. Also, wie gesagt, deswegen heute eine Dauerwerbesendung, weil für meinen Paul in my element. Und das ist auch das, was er lebt. Deswegen, wer noch eins braucht, ne? Handpen, der kann nachher das Video angucken und dann weiß er Bescheid, wo er das bestellen kann. Ja, wo wir schon bei Dauerwerbesendung sind, ich werde ja ganz oft gefragt, wo ich meine Wollen beziehe. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich einen sehr großen Vorrat habe bei einer Kollegin. Die Mutter ist verstorben und die hat mir wirklich 9 Riesen, diese blauen Müllsäcke, 9 an der Zahl mit Strumpfwollen, weil sie für Basare immer gestrickt hat und so weiter angesammelt hat. Mit Strumpfwollen, allen möglichen Wollen. Ich habe ganz viel damals zu der Zeit, als die Flüchtlinge gerade kamen, habe ich sehr viel in die Flüchtlingsheime, damit sie stricken lernen können. Ich habe es an meine Schwiegermutter, ich habe es an meine Freundin, die Strümpfe stricken, habe ich das verschenkt. Ich habe welche etliche an die Schule gegeben, habe aber natürlich trotzdem immer noch Wollen da. Nicht mehr ganz so viele, aber trotzdem noch. Das sind auch Reste aus diesem Wollvorrat von der lieben Kollegensmutter. Und ja, insofern, das... Aber wenn ich neu bestelle oder wenn ich neu kaufe und deswegen wiederum, ich bin nicht beauftragt worden, ich bekomme nicht von ihnen Geld, ich bekomme keine Wolle von ihnen, ich kaufe da einfach nur und finde sie wunderschön und damit bin ich immer hervorragend gefahren mit diesen Wollen und zwar einmal auf der Insel Farnö kaufe ich, in Sönnehoe, bei der Ulsnäherin,
ganz tolles altes Farmhaus, wo ja, sie selber ist Schäferin und hat ganz tolle Wollen und ganz tolle Wollprojekte und schön tolle skandinavische Designer, die da auch verkaufen. Fälle und all sowas hat sie da auch im Puschen und Gefilzte und naja, also richtig toll. Und das andere Geschäft auf Farnö, wie soll es anders sein, ist natürlich das Geschäft von Christel Seifert. Und traumhafte Modelle, traumhaftes Colorwork, wunderschön, wunderschöne Sachen, die auch so sich aufs Tollste mit der Insel Farnö verbinden. Also ja, und da kaufe ich natürlich auch meine Farbtöne, weil es ganz klar unheimlich schöne Farbpaletten gibt in diesen Qualitäten. Und ja, und sollte ich mal nicht nach Farnö kommen können, dann bestelle ich im Eiderstedter Garnkontor EU. Ich werde das alles unten in die Infobox verlinken. Und da bestelle ich auch dann die skandinavischen Garne, wie zum Beispiel Dansk Pursuit oder Hjeltholz. Nagelt mich jetzt nicht fest, ich habe es gerade nicht vor mir liegen, Garn, werde ich aber euch auch verlinken. Das sind so meine bevorzugten Garne, kann natürlich auch Maisaga sein, aber damit stricke ich. Und insofern, da ich sowieso gerade eine Dauerwerbesendung gemacht habe für Paul, werde ich das jetzt mal einfügen. Aber wie gesagt, ich werde bin nicht beauftragt worden, ich werde dafür nicht bezahlt. Aber weil so oft in den Kommentaren die Fragen kommen, was für Garne, was für Wollen ich verstricke, deswegen einmal dazu diese Auskunft. Ja, aber jetzt geht es wirklich los. Ich beiß nochmal von meinem Kuchen ab, also von meinem Stollen, von meinem Quarkstollen. Und dann habe ich hoffentlich nichts zwischen den Zähnen. Und dann legen wir los. Nummer 1 für heute. Ein vollendetes Projekt, wie schön. Erinnert euch, ich habe diesen Pullover ja mit der Strickmaschine begonnen. Also dieses große Muster, das erste, habe ich in 4 Teilen begonnen. Und zwar das Hauptteil bis hierhin. Und dann die Arme eben halt bis hier. Dann war... Es ist ja auch aus meinem Wollvorrat. Dann war diese Kesselfärbung zu Ende der Wolle. Deswegen habe ich das da abgeschlossen. Ich habe von vornherein gedacht, dass ich diese Form nehme, die diese sehr tief angeschnittenen Arme nimmt. Und auch diese weite Form werdet ihr ja beim Tragebild sehen, was ich damit vorhatte. Oben habe ich dann diese Rauten angebracht und unbedingt getrennt von diesem Grau, weil ich eben halt nicht mehr die gleiche Kesselfärbung hatte. Gut, das Ganze habe ich dann hier bis zur Runde gebracht. Wäre natürlich zu großer Ausschnitt gewesen und deswegen habe ich noch so rundpassentechnisch mit den Abnahmen hier oben den Rest bis zum Rollrand gestrickt. Hier seht ihr nochmal meine Abnahmen. Hier habe ich natürlich die Raute negativ, also hier war sie grau auf schwarz, hier ist sie schwarz auf grau. Habe das Ganze da aufgegriffen. Ne? Und ja, das so weit. Und hatte zwischendurch auch nochmal andere Phasen reingebracht, aber das fand ich am schlüssigsten. Ich war echt am Überlegen, wie es denn jetzt wird mit diesem hier und was ich jetzt mit den Ärmeln mache. Ich habe mir dann schlussendlich überlegt, dass ich nicht das Rautenmuster da unten am Ärmel wieder bringe. Das wäre mir zu unruhig geworden. Schaut mal. Und ich dachte, nee, das streifst du. Du wirst es zu schwarzen Röcken tragen und so weiter. Insofern kommt der Streifen. Auch hier musste ich ja wieder eine andere Kesselfärbung anbringen, deswegen erst mit Schwarz begonnen, damit das nicht Ganze nicht so auffällt. Ja, das Ganze zusammengenäht. Ne? Also ich finde das eigentlich so von der Optik her des Zusammennähens ganz in Ordnung. Ach, mein Stein am Faden noch nicht vernäht, das muss ich noch tun. Ja, und hier unten habe ich dann halt, guck mal, das war ja die Entscheidung, ob ich nun diese Seite nehme oder diese hier. Ich fand ja aber diese letztendlich schöner für mich, weil
ich gerne diese leichte, diese Steppoptik wollte, bei so einer Steppjacke für den Winter. Und das wäre ja eher so eine Vertiefung. Die kommt, die werde ich sicherlich auch nochmal nutzen. Ja, und dann habe ich eben halt hier unten wieder in bewährter Technik. Erstens habe ich die mit umgehäkelt noch einmal, damit ich einen schönen sauberen Abschluss habe. Und dann habe ich das Ganze nach innen eingeschlagen, konnte das ja gut an den Punkten dieser Hebemaschen gut kontrollieren, dass ich das immer in der gleichen Höhe ranbringe. Ja, und habe das Ganze dann hier unten umgenäht. Sitzt auch gut. Denn ich wollte unten definitiv keinen schwarzen Abschluss haben, weil das eben halt Bauch und Becken dann irgendwie noch an der stärksten Stelle mit betont und das musste ich nicht haben. Das sollte also eigentlich so gleiten, so ein bisschen in A-Linie rübergehen. Nach diesem zeige ich euch jetzt, von den Nadeln gelaufen, das Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Es wird ein klassischer Zopfmusterpullover. Ich zeige ihn euch gleich näher. Kein Objekt unbedingt abends vom, im dunklen Raum vom Fernseher mit der Halsleuchte, weil man dann ja doch Fehler einbaut, obwohl ich da auch immer nicht so, ich weiß nicht. Also bei diesen Zöpfen, wer schaut, also nichts Grobes, aber wenn mal irgendwie eine falsche Drehung ist oder so, das stört mich nicht. Ne, zumal er auch so dunkel ist, aber es ist eine wunderschöne Farbe, die bei richtigem Tageslicht, ich weiß nicht, man das so sieht, da ist noch so ein grüner Schimmer mit drin. Alpaka Merino, 100% Wolle und fühlt sich sehr schön warm und kuschelig an. Ja, und kommt eigentlich gut voran und ich hoffe auch, dass ich bis zum 24. diesen Pullover dann unter den Tannenbaum legen kann. Bin mal gespannt, aber es strickt sich gut und es ist ja dieser typische Streifeneffekt immer. Wenn man so von Zopf, zu Drehung arbeitet, dann, ach, eine Drehung schaffe ich noch, ein Zopf schaffe ich noch. Und es ist abwechslungsreich und man hat immer das so ein Etappengefühl und das ist echt, das bringt Spaß und bringt auch voran. Na, ich zeige euch gleich en Detail nochmal die einzelnen Muster. Da seht ihr jetzt nochmal die verschiedenen Zöpfe. Ich habe da zum Thema Zopfstricken auch ein kleines Video unter Schulfrei strickt. Könnt ihr gerne mal gucken, Zöpfe stricken. Ansonsten, ich stricke Zopfmusterpullover nie rund, weil ich immer gerne habe, dass ich die Rückreihe, wo man ja die Maschen wie besehen strickt, als Kontrolle habe, damit ich nicht durcheinander komme mit wann ich Zöpfe stricken und wann ich einfach nur abstricken soll. Ja, weiter geht es mit, das ist schon ein bisschen knuddelig, ihr kennt das Muster aus dem Herbstvideo. Ne? Mein Rundpassenpullover mit Blattmotiven und ich habe da ja nun wegen des Weihnachtspullovers also nicht so viel Zeit gehabt für dran zu stricken, obwohl ich das eigentlich sehr schön, es wird ja auch ein Rundpassenpullover und ich zeige ihn euch gleich auch nochmal en Detail. Ich bin jetzt so weit, also ihr seht, ich werde dieses Blattmuster jetzt noch beenden und dann bin ich am Überlegen, ob ich das letzte Muster, dieses hier, überhaupt noch stricke oder ob ich dann bereits in ein strukturiertes Blattmuster reingehen werde, weil meine Absicht ist es nämlich, daraus kein Pullover zu machen, sondern Gott, wie heißt denn das? Cropped oder irgendwie sowas Westenähnliches. Das heißt, dass das der Arm, ich zeige es jetzt mal hier so, dass der Arm eben halt hier aufhört. Am liebsten mit einem kleinen Blattmotiv auch. Und wie gesagt, beide Seiten aufhört. Und dass ich ab hier dann eben halt in Anthrazit mit diesem Blattmotiv weitermache bis unten. Genau, das ist eigentlich mein Plan. Warum? Ich habe so viele dicke, warme Pullover. Und ich habe eigentlich wenig, was ich so über mal schwarzes T-Shirt, schwarzen Rock anziehen kann, gerade so in der Herbstzeit oder in der Nachweihnachtszeit. Und insofern finde ich das dann irgendwie ganz schön. Also so ein warmes Teil, gerade besonders hier so im Brustbräunchenbereich. Da ist es ja durch die Lagen des beim Colorwork-Stricken ist es ja besonders warm auch in dem Bereich. Und der Rest fällt dann eben halt leichter und das finde ich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, es ist dann teilweise viel zu warm für drin
Und deswegen finde ich es schön, wenn es nur bis hier ist, dass die Arme ein bisschen luftiger sind und dann lässt sich das gut drin tragen. Ich habe es jetzt nicht auf zwei Nadeln gezogen, um es zum Kreisrad zu machen. Ihr kennt diese Fotos. Ich habe es auf einer gelassen, aber ihr seht hier schön die einzelnen Muster, wie sie sich abwechseln. Was ihr, glaube ich, nicht so recht seht, ist, dass sich da unten bereits in dem breiteren anthrazitfarbenen Bereich jetzt kleine Zöpfe in den Zwischenräumen einbaue, die dann nachher weiter fortgeführt werden. Zwischendurch habe ich für meine Freundin aus Seide Mohair dieses Tuch gestrickt. Sehr, sehr große Spannweite, 2,50 und geht weit bis den Rücken runter. Man kann es als Schal oder als Stola tragen. Sie hat es mir im Garten aufgehängt hier. Für die gleiche Freundin habe ich mal diese Handstulpen gestrickt. Ihr kennt sie alle. Nur nach Augenschein, ohne Anleitung, nur nach Foto. Ja, bringt Spaß, kann man mal machen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Weihnachtsgeschenken. Die Weihnachtsgeschenke, die ich so im Laufe der Zeit herstelle, sammle ich immer in diesen Sack. Da kommen alle rein und jeder von der Familie weiß, da hat niemand reinzugucken. Das ist jetzt natürlich das absolute Spoilern, aber ich gehe immer davon aus, dass meine Familienmitglieder da nicht und Freunde nicht unbedingt reingucken in diesen Sack. Und liebe Freunde, ich habe es ja schon in der Beschreibung angedeutet, dieses Video erst später angucken, ne? Denn sonst weiß man eventuell, was man zu Weihnachten kriegt. Genau. Ja, also gucken wir mal rein. Ich zeige euch auch gleich nochmal Details von diesem Sack. Ich habe den natürlich selbst gepatchworked, ist klar. Log Cabin Technik, Mittelmotiv und dann wird drumherum gearbeitet. Das zeige ich aber euch gleich nachher nochmal. Wer daran Interesse hat, kann auch nach dem Video von Paul sich nochmal angucken, wie ich diesen Weihnachtsgeschenksack genäht habe. Also wie gesagt, es ist umfangreich heute, aber vielleicht habt ihr ja Zeit. Das Wetter ist auch hier so ein bisschen kurz vor Schnee, kurz vor Nebel, kurz vor Niesel. Ich weiß es nicht, sehr grau. Insofern habt ihr ja vielleicht Zeit oder in Etappen euch das Ganze anzuschauen. Also das, wie gesagt, ist der Weihnachtssack und der steht auch Heiligabend da. Und dann werden die Sachen rausgeholt. Ich habe sie jetzt noch nicht verpackt, damit ich sie euch zeigen kann und es nicht so knistert. Gut, ich greife mir jetzt hier einfach was heraus. Ah, ich fühle etwas. Da kommen wir gleich mal zu den Mützen. Genau. Von diesen Mützen habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile 8 Stück schon gestrickt. Ausgangslage war diese Wolle, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe vor etlichen Weihnachten. Die stammte aus dem Lübecker Weihnachtsmarkt, Heiligen Geist Hospital, und war so ein Strang mit unregelmäßig gesponnener Wolle. Und ich hatte mir da damals einen Karl draus gestrickt, habe den aber wenig getragen. Eigentlich war er wunderschön, aber ich hatte wenig Begleitpullover dazu irgendwie. Also irgendwie kam er nicht richtig zur Geltung. Dann sah ich bei Instagram eine Art von Mützen und dachte ich mir, Mensch, das kannst du doch ein bisschen, da kannst du doch diese Wolle zu benutzen. Also sieht anders aus etwas, aber das Muster ist auch recht bekannt. Aber ich dachte mir, das kannst du dazu nehmen und ich werde euch auch gleich zeigen, wie genau ich es machen werde. Und habe dann losgestrickt. Habe wieder aus meinem Wollvorrat die Strumpfwollen genommen, 4, 5 Fäden zusammengenommen, damit es im Verhältnis zu dieser handgesponnenen Wolle eben halt auch die richtige Dicke hat. Und habe losgelegt. Wie, zeige ich euch gleich jetzt im Anschluss. Die Pudel, die habe ich alle selber gemacht. Ich sammle sowas immer alles. Also von meiner Mama alte Mäntel, die teilweise ja eben halt auch zu klein oder zu groß oder Schaden genommen haben, wie auch immer, und Kragen und alles Mögliche. Das kommt nicht in die Altkleidersammlung, sondern ich schneide mir die besten Sachen daraus, Stoffe und sammle sie und packe sie der Farbe nach, dem Material nach in meine Kisten. Und insofern habe ich auch eine Kiste mit zum Teil richtigem Fell, muss ich gestehen, aber es ist nun schon seit
weiß ich wie, Jahrzehnten tot, das arme Tier. Und ich habe es insofern jetzt nochmal, es war auch völlig kaputt irgendwie. Ich habe es dann so zusammengefasst, zusammengenäht und daraus einen Pudel hergestellt. Hier seht ihr die verschiedenen Mützen, die ich gestrickt habe, eine Auswahl. Ich habe sogar noch mehr gestrickt, es hat so viel Spaß gebracht. Ich habe jetzt noch für eine Mütze habe ich jetzt noch Material von dieser unregelmäßig gesponnenen Wolle. Die werde ich mir wahrscheinlich noch mal in Anthrazit machen, weil die habe ich bereits verschenkt zum Nikolaus und für Kälte- und wärmebedürftige Köpfe. Genau, da seht ihr die verschiedenen Modelle, die da entstanden sind. Und wirken immer wieder anders. Manchmal habe ich nicht mehr genügend von einer Farbe gehabt und das dann kombiniert, aber manche mögen es auch sehr gerne. Da seht ihr die Struktur. Na, und könnt das Muster auch schon ganz gut. Die Kenner unter euch werden sofort erkennen, was für eine Art von Muster das ist, nämlich drei zusammenstricken und eine fächern mit drei Maschen, sodass man letztendlich immer wieder auf vier Maschen kommt, abwechselnd. Und nach zwei Reihen macht man es genau umgekehrt. Das seht ihr da auch sehr schön. Da, wo zusammengestrickt wurde, wird dann gefächert in dreifach. Und da, wo gefächert wurde, vorher zwei Reihen vorher, wird zusammengestrickt. Da seht ihr nochmal dieses Garn. Und da, wie viel Knäule ich habe parallel bewegt habe. Meine Hände waren ganz schön strapaziert. Ja, und die Mützen, ich setze sie mal auf. Diese ist mir eigentlich klein. Na? Aber ich habe sie in verschiedenen Farben gemacht. Ich habe auch einer Schülerin zum Beispiel, sei ganz lieb gegrüßt, wenn du dieses Video siehst, eine Mütze gemacht. Die hat mich ganz, ganz lieb, ganz viele Sterne zu Hause für die Schule gebastelt. Und da habe ich gedacht, dann machst du ja auch mal was Schönes und strick ihr eine Mütze. Genau. Und davon, wie gesagt, ganz viele. Ich zeige euch gleich genau, wie es geht. Und da seht ihr eigentlich, die Bilder sind selbsterklärend. Habe sie Stück für Stück fotografiert, durch eine Masche drei Schlaufen durchgezogen. Das ist die Verdreifachung. Und die nächsten drei dann eben halt zusammengestrickt, sodass immer aus vier Maschen wieder vier Maschen auch entstehen. Und das immer abwechselnd. Dann zwei Reihen drüber stricken und dann geht es wieder los. Dann macht man es aber genau umgekehrt. Da, wo vorher die zusammengestrickte war, fächert man zu dritt. Und da, wo die drei waren, die strickt man dann zu einer zusammen. Das könnt ihr hier auch schön sehen. Das habe ich dann sechsmal vorgeführt. Und dann bin ich oben, habe ich zusammengestrickt, immer einmal mehr, alle paar Reihen. Und dann habe ich das Ganze durchgehäkelt, die restlichen Maschen und zusammengezogen, diesen Faden dann vernäht. Ja, restlichen Fäden vernäht, innen drin immer schön in der Innenwange. Dann sieht man nachher nicht, wo vernäht wurde, ne, wie ihr das hier so seht. Dann kann man es abschneiden. Und zum Schluss, wie gesagt, den Pudel gemacht. Da habe ich das Kunstfell in diesem Fall jetzt hier genommen, Kreis ausgeschnitten, rumgenäht einmal um diesen Kreis, dann zusammengezogen, mit Füllwatte gefüllt und schon hat man seinen selbstgemachten Pudel, kann einen Druckknopf gegen nähen und hat dann eine waschbare Mütze mit Fellpudel. Kommen wir zum nächsten Stück. Wühl, 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 Kreis. Ah, da muss ich ja auch gleich zwei auf einmal greifen. Ja, was ganz Schlichtes, was ganz Einfaches, was viele von euch wahrscheinlich die ganze Zeit schon machen. Und zwar Handstulpen. Richtig, genau. Auch wieder Wollreste, immer wieder neu einen Faden reinnehmen bei den mehreren Fäden und los geht's. Sehen aus wie so ein kleiner Kaktus, ne? Wie ich die gemacht habe, beschreibe ich gleich nochmal. Ich bin inspiriert durch Doug aus Albuquerque, ne? Sierra Woods. Die hatte ganz viele gemacht und ich hatte auch schön mit ihrer handgesponnenen Wolle. Wie gesagt, ich habe meinen Stash und muss ihn aufbrauchen. Und viele stricken ja auch Stolpen. Es ist ja keine keine Raketentechnik oder wie man das immer so schön sagt. Es ist ja nicht weiter schwierig. Ich erkläre auch gleich nochmal, wie genau ich sie gemacht habe. Aber die sind sehr schön, passen sehr gut. Mal gucken, wer die zu Weihnachten bekommen wird. Ne? Na komm. Ja, Nummer 2.
Über Stulpen mit Daumen muss ich euch eigentlich nicht so viel erzählen, glaube ich. Aber ich auch wieder hier habe ich Wollreste genommen und die der Reihe nach immer mit eingepflegt, sodass ich immer zwei Fäden am Laufen hatte. 36 Maschen Nadelspiel, also 9 Maschen pro Nadel. Bei diesem sogar anders. Ich glaube, ich habe mit 10 Maschen begonnen, praktisch oberhalb des Handgelenkes, damit da ein bisschen Spiel ist am Unterarm. Dann auf 9 Maschen reduziert, also auf 36 Maschen reduziert in der Runde. Gestrickt bis zum Daumen. Dann wie bei einem Raglan-Pullover. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Rechts und links habe ich, zeig's euch mal dichter, aus der Wange die Masche gedoppelt, hier und dort, ne? Und bis dahin immer gedoppelt, sodass ich nachher hier 16 Maschen schon abgeteilt hatte. Die habe ich dann mit einer kleinen, dieser Nadel, die so eine kleine Rundstricknadel, aber eben halt nur ja, zwei Nadeln mit so einem beweglichen Teil hat, da habe ich die da drauf genommen. Und dann habe ich hier erstmal weiter gestrickt und zwar mit weiterhin diesen 36 Maschen, bin bis nach oben und habe ganz normal hier oben abgekettet. Ich zeige euch gleich nochmal, wie sie über der Hand liegen. Die aufs Nadelspiel raufgenommen und bedenkt bitte, also ich muss mal gucken, ob das jetzt gerade so ein tolles Beispiel hier ist. Ich habe versucht, dann hier recht eng dran zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich hier in diese Lücke reingegangen bin, die da entstanden ist. Zwei habe ich aufgenommen. Und in der nächsten Runde habe ich dann, damit ich bei meinen 16 bleibe, die von dem ursprünglichen mit der einen, die ich aufgenommen habe, aus dieser Kuhle heraus zusammengestrickt und auch die auf der anderen Seite zusammengestrickt. Auf diese Weise bekommt man das hier relativ fest zu. Ja, und dann ja, nach oben gestrickt. So, das ist es schon. Und das habe ich auch für meinen Mann nochmal gemacht. Das zeige ich euch gleich, aber ich zeige euch erstmal, wie die angezogen aussehen. Also ich finde sie sehr recht schön. Mache die Farbe auch gerne hier oben, ne? Das ist, finde ich, gut angepasst. Der Daumen ist auch, sitzt gut, finde ich, oder? Ne? Finde ich, sitzt gut. Ja. Ne? Also sitzen gut, sind schön warm und gehen eben halt auch ein Stück den Arm hoch. Ja. Ja, ihr erinnert euch an den Island-Pullover, den ich meinem Mann dieses Jahr gestrickt habe. Und dazu wollte er gerne einen Karl haben, also so ein Halstuch, aber er wollte das nicht, kann ich auch nachvollziehen, aus Led Lobby, sondern etwas kuscheliger. So, und da habe ich denn diese Wolle, das ist so eine Mischung aus Angora und Alpaka und Schurwolle und also wirklich kuschelig weich. Ich zeige euch mal, passt, ich wollte es euch nur dazulegen, mal damit ihr seht, von der Farbigkeit ist das, passt das sehr gut. Und dann hier dieser Klassiker an Muster, der schön die Form behält, ne? Nämlich rechts, links, zwei Reihen, dann eine Reihe komplett rechts, eine Reihe komplett links. Das ist es schon. Und guck mal, sieht man wieder, wie das verfälscht. Das sieht ja fast gräulich, bräunlich aus so. Und gehe ich weiter weg, dann fängt es an, eben halt diesen türkisen Ton zu zeigen, den es auch tatsächlich hat. Genau, und sitzt perfekt, so als, ne, er wollte ihn auch nicht so irre lang als Mann, sondern wirklich so, dass er da unter der Jacke dann was Schönes Weiches hat. Und es nicht der Mützenträger leider so, mag er nicht so gerne, dass er eine Kapuze auf, aber uns hätte natürlich auch noch eine Mütze gemacht, aber was er auf jeden Fall braucht, sind Handstulpen, die habe ich ihm auch wieder hier aus dieser Wolle jetzt gemacht, wie gerade eben schon beschrieben. Allerdings eine kleine Veränderung, und zwar, also auch hier mit 9
begonnen, mit 10 begonnen, weil mein Mann auch wieder mit 10 begonnen. Mit 10 begonnen, wieder hier diese Zunahme aus der Wange der Masche heraus, hier und da, bis ich hier wieder 16 hatte. Hier wieder die alte Geschichte mit dem Zunehmen, dass man hier die Maschen aufnimmt, 2, aber in der nächsten Reihe eben halt die jeweils mit der letzten von hier und der letzten von da zusammenstrickt, sodass das Ganze gut verbunden ist. So, und dann habe ich hier, ich überlege gerade, warum es schlanker geworden ist. Ja, ich glaube, ich habe nämlich hier dann zusammengestrickt. Ja, ich habe hier 2 Maschen jeweils, also eine Masche pro Nadelspiel, also 4 Stück zusammengestrickt. Und das habe ich auch nochmal hier gemacht, so dass das Ganze so ein bisschen konisch zuläuft, damit es wirklich oben hin dicht ist. Ne? Also ihr seht, das sieht aus wie ein kleiner Kaktus, finde ich. Ne? Sieht aus wie ein kleiner Kaktus. So könnte man ihn auch füllen, ne? Würde ich sagen. Okay, ja, und ich zeige euch nochmal wieder ein Tragebild davon. So, ja, mein Mann hat ein bisschen kräftigere Handgelenke, insofern ist es bei mir ein bisschen lockerer, aber der Pullover schließt auch sehr weit bis hier ungefähr an. Also insofern, das passt schon zusammen. Daumen passt gut zu. Und das ist vor allen Dingen wirklich, wirklich schön zu dann auf diese Weise. Dadurch, dass ich das da verengt habe. Ne? Und wie gesagt, die Wolle ist so schön kuschelig. Ach, die ist herrlich. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Idee mit dem Maschen da oben abnehmen, weil ja, dadurch schließt es da oben wirklich. Finde ich eigentlich ganz gut. Und dieses hier in dem Bereich 2 Maschen aufzunehmen und die dann wiederum zusammenzustricken mit dem Ende und hier der Daumenzunahme, verschließt das Ganze hier sehr gut, finde ich. Weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber ich denke schon, ne? Und ja, ist ja kein Hexenwerk, solche Handstulpen sind ja kein Hexenwerk. Aber sind immer ein kleines, schönes Geschenk und machen Freude und halten warm. Weiter geht's. Fühl, fühl, fühl. Ah, was ist das? Ah. Noch eine Mütze. Genau. Wiederum mehrere Fäden. Mehrere Fäden mit Strumpfwolle. Schöne Farben. Hier oben schönes Sternchen. Ne? Genau. Und ja, Zöpfe versetzt. Nach oben aufgelöst, aber ich erkläre das gleich nochmal ganz genau. Diese Mütze habe ich gemacht, weil ich vorher schon ein Dreieckstuch gemacht habe. Mal gucken, ob ich das jetzt rausfischen kann. Muss ich ja doch gleich mal ein bisschen reingucken. Hier ist erstmal nochmal eine Mütze, auch aus Wollresten. Da ist ein anderes Buschel, das ist Kunstfell. Kommt. Dann habe ich hier, na, was ist das? Fühl, wühl, fühl. Wo ist denn das Dreieckstuch dazu? Nein, auch nicht. Da fühle ich was, das passt dazu. Ja, da ist es. Genau. Das werde ich euch auch genau beschreiben. Gucken, dass ich die richtige Seite nach vorne halte. Genau, das ist das Dreieckstuch zu dieser Mütze. Ne? Genau. So, mehrere Möglichkeiten, klar, wie immer. Die Mütze möchte ich ungern aufsetzen, weil diejenige einen sehr kleinen Kopf hat. Ich möchte sie mit meinem Dötz nicht ausweiten. Ja, das ist wie immer. Man kann sie so nehmen. Ne? Man kann es um die Schultern legen, wenn man da ein bisschen Zugluft hat. Ne? Nach vorne, ihr wisst ja. So. Wie auch immer, das ist das Tuch zur Mütze. Ich zeige euch gleich noch genauere Details. Ja, wer dieses Tuch nachstricken möchte,
kurze Erklärung. Wie immer ist hier diese leichte Welle. Sobald es um Hals liegt. Ich denke, das wird von der Anlage her soll es ein Tuch sein, das man unter der Jacke so um den Hals trägt. Vielleicht kann man es mal in den Nacken legen. Es ist lang genug. Es ist 1,70 oder sogar 1,80, wenn man das noch ein bisschen streckt. Also man kann es nach vorne die beiden Zipfel laufen lassen. Und insofern ist es auch ja, von der Länge ganz schön. Klassiker, rechts und links immer jeweils eine zunehmen. In der Mitte eben halt rechts und links von einem Mittelstreifen. Ich habe den Mittelstreifen bewusst gelegt und auch bewusst nicht eng aus der Wange genommen oder irgendwie solche Sachen, sondern ich wollte dieses Lochmuster rechts und links von der Mittelrippe haben. Ansonsten habe ich losgelegt. Und zwar hier habe ich also erstmal dann wie immer direkt bei der Mittelrippe einen Umschlag gemacht, denn die Mittelrippe, genau, das sind denn jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Reihen schlicht, dann kraus. Ich habe ich habe Wolle zusammengeführt, also zweifädig, dreifädig manchmal, um diese changierenden Farben hinzubekommen. Bin natürlich ungefähr so im Farbbild geblieben. Gut, dann kommen krause Reihen, insgesamt 4. Dann habe ich ein kleines einfaches Lochmuster gemacht. 3 Maschen stricken, ein Umschlag, eine zusammenstricken. Ne? Das ist das. Das habe ich, wenn man Hin- und Rückreihe betrachtet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 16 Reihen gemacht. Dann habe ich, wie ihr hier seht, wieder 6, 7 Reihen kraus. Dann habe ich eine schlicht. In der zweiten Reihe habe ich dann alle 5 Maschen eine Noppe gemacht. Bitte guckt euch mein Schulfrei strickt Noppenstricken an. Da zeige ich, habe ich letztes Jahr schon, 2021 im Januar, habe ich da einen Film dazu gemacht, wie ich die Noppen seit Ewigkeiten stricken. Und ich glaube, es ist recht einfach. Ist nicht so aufwendig. Ne? Ich glaube, ich habe in diesem Fall hier 7 Umschläge gemacht und die dann zusammengeführt zu einer Noppe. Dann habe ich hier wieder 1, 2, 3 krause Reihen. Dann habe ich Hebemaschen gemacht, sodass das hier ein bisschen zusammengezogen wird. Das heißt, ich habe 4 Maschen wieder gestrickt. Ich habe mich orientiert hier an den Noppen und da habe ich dann auch entsprechend die Hebemaschen gemacht. 4 Maschen stricken, die krause einfach nur abheben. Dann wieder die 4 stricken und das habe ich die Reihen durchgemacht und zwar insgesamt 4 Reihen habe ich das durchgezogen, bis ich dann wieder krause Reihen gestrickt habe. Diese Art von Muster habe ich 3-mal wiederholt, mit dem Hochziehen praktisch, mit dem Abheben nur immer dieser Masche. So und jetzt wird es richtig ein bisschen komplizierter. Da habe ich mal Gas gegeben, was das Muster so ein bisschen angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Das ist ganz spannend, was ich da, so für mich war es spannend, das zu machen. Mal gucken, euch das zu erklären. Und zwar, natürlich bin ich erstmal eine Reihe schlicht gewesen. Insgesamt habe ich recht locker gestrickt. Ich wollte ein sehr lockeres Strickwerk haben, dass das so ein bisschen durchscheinend auch ist. So, in der zweiten Reihe habe ich 3 Maschen zusammengestrickt. Dann habe ich 3 gestrickt. Dann habe ich in der vierten, oder habe ich das wieder mit 5 gemacht? Ne? Ja, in der fünften habe ich dann 3 Umschläge gemacht, dann wieder 3 gestrickt, dann wieder zusammengestrickt, 3. So, dann hatte ich ja 3 Maschen hier und in der nächstfolgenden Reihe habe ich diese Maschen gestrickt und dann in der nächsten Reihe habe ich wieder 3 Umschläge gemacht. Und entsprechend hier 2-mal abgenommen, 2-mal zusammengestrickt, sodass die Maschenzahl schlussendlich immer wieder hinkam. Aber ich habe sie ebenfalls versetzt, dass ich 2-mal hier diese Zunahmen, diese Dreierzunahmen und hier die Zusammenstrickereien wieder gemacht habe. Das war also wirklich ganz spannend und das habe ich dann, nachdem ich hier 2-mal diese Dreierzunahmen gemacht habe, habe ich das nachher rechts und links davon gemacht und das Zusammenstricken verändert. Also damit kann man spielen, sodass man eben nicht dieses Zickzackmuster dadurch entsteht, sondern dass es so ein ja, zusammengefasst, auseinandergehend, auszusammengefasst, auseinandergesprit, ganz spannend dann.
Und hier, das ist auch nochmal, ich weiß nicht, wie das heißt. Da, guck mal, ihr seht rechts, da habe ich wieder diese Dreier gemacht. Dann habe ich hier wieder Lochmuster gemacht. So, und dann habe ich Krause reingestrickt und dann bin ich von hier aus, habe ich nach unten reingestochen ins Loch, den Faden geholt und praktisch den Faden von unten hochgeholt und das Ganze auf diese Weise so zusammengefasst. Also, ja, das war irgendwie, ja, das hat Spaß gebracht. Und dadurch diese Reihen, diese krausen Reihen zusammengeführt, indem ich den Faden von einmal unten durchgezogen habe durch dieses Loch. Hier habe ich den Querfaden genommen. Diesen Detailaufnahmen könnt ihr das vielleicht noch mal genauer sehen. Ich zeige es auch noch mal. Genau die Stelle, wo ich den Faden eingefädelt und rübergezogen habe. Von diesen Wangen habe ich, wenn ich hier reingestochen habe, ich hier den Querfaden erstmal genommen und dann das abgestrickt. War auch ganz spannend. Also Leute, wenn das Garn zusammenhält, ne? Also es geht darum, dass wir ein Strickwerk erzeugen, das zusammenhält. Und ich meine, da kann man sich alles Mögliche einfallen lassen, dass man den Faden hier quer irgendwo aus der linken Masche drei Reihen drunter durchzieht, hochholt oder ja, irgendwas zusammenstrickt und dafür rechts daneben drei zunimmt oder so weiter. Und es entstehen unheimlich interessante Muster. Hauptsache, man kommt am Ende der Reihe immer wieder auf die Maschenzahl, die man auch haben soll. Sonst hat man natürlich eine Zunahme. Okay, wenn man das will, kann man es auch machen. Ne? Ja, und ganz zum Schluss habe ich einfach rechts, links abgekettet. Das seht ihr ja. Also ich fand das ganz spannend, mal so einfach zu experimentieren mit Zunahmen, Abnahmen. Ich mache es nochmal näher, dann könnt ihr vielleicht nochmal genauer gucken, wie ich es gemacht habe. Ne? Jo. Das ist das Tuch. Und wie gesagt, ich habe dann immer wieder vom Farbverlauf, ich habe dann immer wieder diese verschiedenen selbst schon melierten Garne immer zweifädig genommen, sodass was anderes mit reinkommt. Und ja, ich fand das spannend zu stricken und auch recht zügig zu stricken auf diese Weise. Ja, und natürlich braucht man dann noch dazu eine Mütze. Ja, Klassiker mit Zöpfen, ne? Das sind, Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 4, 28, 56, ich glaube, das waren 56 Maschen, weil diejenige hat auch keinen so großen Kopf. Und dann habe ich hier, wenn ihr das seht, bin ich dann gleich in die, noch einen Faden zu vernähen. Kommt dabei raus, wenn man immer so neu anfängt, ne, mit Sachen. Gut, da habe ich dann 3, 1 genommen und dann eben halt entsprechend, 4, 1 natürlich, klar, 4, 1 genommen, 4, 2 genommen, was rede ich denn? 4, 2 und das Ganze entsprechend verdreht. Ne? Und zwar versetzt verdreht. Ich habe in der Hälfte hiervon, ich habe immer nach praktisch immer der Hälfte jeweils rechts und links daneben gedreht, also so einmal versetzt, immer verdreht diese Rippen, nach oben hin weiter und zum Schluss habe ich wieder zusammengefasst, ne? Hier diese zusammengefasst, erst die eine Sache und vorher schon die andere, also praktisch drei auf einmal zusammengefasst, das ist fast wieder, ich ziehe das mal ein bisschen auseinander, das ist wie so ein Blatt aussieht dann, seht ihr das? Man diese drei, ne? Ich habe da irgendwo schon reduziert auf drei, kann das sein? Ne, da habe ich noch vier. Ah, dann habe ich doch, guck mal, hier habe ich reduziert auf drei, einmal schon mittig, die beiden von den Vierern. Und dann habe ich die nochmal, die drei zusammengestrickt, damit ich hier dieses Blattmuster hinkriege. Entschuldigung, wenn es so wackelt, aber ich habe ja nur zwei Hände, ich muss mal wieder ein Oktopus sein. Ne, das seht ihr, ne? Genau. Und hier oben habe ich dann einfach immer weiter reduziert und zusammengestrickt. Das kennt ihr ja auch, sodass das hier oben dann nachher ja fast so eine kleine Stern ist, wie sich das zusammenfügt. Weiter geht's. Meine Güte, ja.
das ist ein. Ah, das ist ein Karl, ein hellblau. Mit einem kleinen Noppen. Bisschen verzopft. Sehr schön mit Seide Mohair. Und natürlich reine Wolle. Ist klar, Alpaka. Gemisch mit Schurwolle. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön kuschelig. Piekst auch nicht. Und dazu habe ich auch ein paar Stulpen gemacht. Die sind auch wiederum im gleichen Muster. Das werdet ihr aber auch gleich auf dem Foto noch sehen, wenn ich das beschreibe. Ja, zwei Handstulpen. Wolle ist Schurwolle und Seide Mohair, Beilaufgarn. Wolle war recht dick. Dann habe ich hier nach fünf Reihen, ungefähr habe ich mit den linken Maschen hier diese kleinen Treppchenrauten mit gemacht. In die Mitte habe ich eine Noppe gesetzt. Dann habe ich auf dem Handrücken praktisch hier diese linke Masche beibehalten von der Spitze hier. Und habe dann hier einmal nach da Zöpfe gedreht. Dann bin ich hier wieder beim Daumen, wie schon beschrieben, raus aus der Wange heraus die Zunahmen gemacht, beide Seiten. Hier auch wieder die gleiche Geschichte mit, als ich hier im Hauptstück wieder das Nadelspiel angesetzt habe, zwei aufgenommen und dann zusammengestrickt bei der nächsten Reihe. Dann bin ich hier oben aus diesen linken Maschen wieder rein in die Raute, habe da allerdings keine Noppen reingesetzt, das wäre mir zu viel gewesen. Ja, und oben nochmal abgekettet. Ich habe hier wieder 36, wirken sehr kompakt, die sind ein bisschen kürzer, war aber von mir auch so gedacht. Genau, ich zeige euch mal ein Tragebild. Ja, ein Kaul zu den Handstulpen nochmal gemacht. Wieder die Unterteilung hier, ne? Mit der Krausenmasche. Und dann habe ich 3, 6, 8 Maschen also rechts und dann immer eine links. Und die habe ich dann wiederum treppchenweise diese Raute rangesetzt, ne? Mit linken Maschen. Dann bin ich weitergegangen mit der Spitze da mit den linken Maschen. Bis hierhin, habe dann Zöpfe einmal nach da gedreht. Dann hier in die Mitte der Zöpfe eine Noppe gesetzt, also des Raumes, der da entsteht. Die Zöpfe macht wieder die Rückwärtsdrehung, sodass sich hier dieser Rahmen bildet. Die linke Masche läuft hier weiter durch. Ne? Die fing ja hier an, hier teilt sie sich ein bisschen und hier läuft sie wieder weiter durch. Hier geht sie wieder rein in eine Noppe. Und dann nach oben noch ein paar Reihen und hier oben habe ich mit einer Krebsstrich-Häkelkante das Ganze noch einen Abschluss gegeben. Sehr schön, dieser Flaum mit dem Seide Mohair. Es ist ganz schön kuschelig. Ne? Ich habe da nicht die ganz dicke Wolle genommen. Diese ist ein bisschen dicker. Diese ist ein bisschen weicher und kuscheliger um den Hals. Ja, schöne Sache. Und ich glaube, das war es dann auch für heute, beziehungsweise aus diesem Weihnachtssack. Aber, wie gesagt, es kommt gleich noch das Video von Paul und auch eine kleine Ankündigung, was beim nächsten Mal wahrscheinlich zu sehen ist, denn da habe ich ein ganz besonderes Video noch vor. Und und zum Schluss, wer möchte, kann noch mal zuschauen, weil ich den Weihnachtssack genäht habe. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr gesund, munter, fröhlich, trotz allem, Fröhlichkeit im Herzen, ne, durch die Adventszeit kommt. Macht es euch so gemütlich für euch selber. In diesem Sinne, jetzt erstmal das Video von Paul und dann Weihnachten. Zum Schluss sage ich dann nochmal Tschüss. Bis gleich. Hi guys, guess what? It's finally here. My new album,
in my element. Over the last year, I spent a lot of time on writing new songs. And as a lot of you know, I'm a very passionate street musician. So on this album, I decided to record all of my favorite songs that I play when I'm out there busking on the streets. I put a lot of heart and energy and everything you can imagine into that new album. And if you want to, you can just order it for 10 euros from me now. All you have to do is write me a message here or transfer 10 euros directly to my PayPal account. Just add your address in the description and I will ship the album in the next week to your home. I hope you have a beautiful day and see you soon. Seht ihr einen alten Pullover, der in die Secondhand-Geschichte sollte, von Paul. Ich rippel den jetzt gerade auf, weil ich damit etwas ganz Besonderes für die Handpan herstellen werde. Im nächsten Video werdet ihr das sehen. Ja, und in diesem Weihnachtssack, da kommen alle die vorbereiteten Weihnachtsgeschenke. Nein, den habe ich mal mit einer Freundin zusammen gepatchworked. Ganz schlichtes Log Cabin. Bedeutet, man hat einen Unterlagenstoff. Ich bin da ja auch ziemlich freistilmäßig wieder unterwegs. Das könnt ihr euch vorstellen. Man hat einen Stoff, den man unten drunter legt. Ich glaube, ich habe immer alte Bettwäsche dafür. Dann lege ich in die Mitte. Ich schneide oder reiße sogar immer die gleiche Größe an Quadraten zurecht. Dann die Streifen sind alle in der gleichen Breite. Ich lege in die Mitte das erste Quadrat. Dann lege ich den nächsten Streifen hier Bauch an Bauch, nähe hier rüber, klappe es auf. So, dann lege ich hier den nächsten Streifen wieder Bauch an Bauch, also rechte Seite, also gute Seite auf gute Seite, nähe hier rüber, klappe es auf. Na, immer schön, man könnte es mit Nadeln fixieren. Ich glaube, ich streiche da immer nur drüber. Leg hier den nächsten Streifen wieder Bauch an Bauch, klappe es auf. Gegenlegen, rübernähen, aufklappen. Rüberlegen, ne? Aufklappen, aufklappen. So funktioniert das. Und so steht Quadrat für Quadrat. Mit verschiedensten Mustern und Stoffen, die man so hat. Und es ist schön mit so Gold da drin und so ein schöner Weihnachtssack. Und dann habe ich diese Quadrate zusammengenäht und unten habe ich erstmal aus 4 Quadraten eine Fläche genäht und ihr seht, ich bin da dann nachher um die Ecke gegangen. Also hier die Ecke hochgenommen, dass die hier in den Bereich kommt. Ja, und dann schräg gegengesetzt, bis ich oben war. Und oben habe ich nur ein Innenfutter. Ihr seht, naja, nicht gerade besonders nett, aber naja. Hält schon seit etlichen Jahren und ist immer das Behältnis für die Weihnachtsgeschenke, die da gemacht werden und neu hinzukommen. Also ein sehr schöner Stoff für so ein Weihnachts. Ne? Für so einen Weihnachtssack. Ja, wirklich schöne, warme Farben. Ne? Teilweise erinnert mich das an Hundertwasser oder über. Na, und auch an Gustav Klimt. Ne? Mit seinem Jugendstil und seinem Gold in seinen Bildern. Ja, Lieblingsteil. So, zum guten Schluss nach tausenden von technischen Schwierigkeiten bei diesem Film. Ich wünsche euch eine schöne neue Adventswoche. Eure Kirsten, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.